Hallo liebe Leute, da wären wir wieder mit Stranded Deep und ja, guck mal, unser kleiner Freund. Na. Der fängt ja schon gut an hier mit Schubsen. Blödes Ding. So, Motor wieder einstellen. Oh Gott, das ist ja immer noch. Sollte ich gleich mal Haie jagen gehen hier mit der Axt? Ist ja frisch gespeichert, weißt du was? Jetzt gibt's eins auf die Mütze. Ja, ja, und dann abhauen. Ne, da kommt er wieder. Ui. Jetzt, oh Gott. Oh! Eieiei, das ist, der meint das ernst. Ich dachte, wenn man mit der Axt hier, müsste man den doch klein kriegen. Wow, nee, den kriegen wir nicht klein. Okay. Aber warum das denn? Oh Gott, und wir bluten. Schnell mal zurück, jetzt muss ich mal gucken. Oh Gott. Eben, ich habe gesagt, wir haben... Oh, da sind sogar zwei. Wisst ihr was? Wir haben ja unser Boot. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Schnell weg, da wollten wir hin. Wir wollten Holz holen. Jetzt muss ich natürlich ganz kurz... Ach du Scheiße. Naja gut, können wir... Ich habe doch gar nichts zum... Nein, ich habe nichts... nichts dabei zumindest. Um mich hier zu heilen. Nein, die Haie? Hallo? Lässt du mich jetzt mal in Ruhe hier? Ich gebe dir zu, ich habe keine Chance gegen dich, nicht mal mit dem blöden Beil. Mann, was für ein Anfang. Man wird gleich... Boah. Habt ihr das gesehen? Der verfolgt uns. Das gibt's ja nicht. Hau ab! Da ist er immer noch. Ich glaube, jetzt gibt er auf. Okay, das Boot scheint dann doch schneller zu sein. Danke, Boot. Bloß gut haben wir den Motor gemacht. Da hätten wir ja gepaddelt gehabt. Da draußen ist noch einer. Bleibst du, wo du bist? Aber ich... Da unten ist noch irgend so ein Viech. Ja, ja. Noch ein Hai. Aber ich dachte, mit der Axt hätte man eine Chance gegen die. Das war jetzt genau das Gegenteil von der Chance haben. Heiliges Bildchen. Gebissen und dann noch gezogen. Auch nicht schlecht. Und das bloß, weil wir hier hinten Holz holen wollten. Aber das Gute ist, wenigstens hier auf diesem Floß kann man sich umgucken. Das geht ja beim Gummiboot nicht, wenn man rudert. Denn wenn man dann woanders hinguckt, rudert man woanders hin. Dann verliert man ja bekanntlich ganz fürchterlich die Orientierung. Das habe ich alles schon bewiesen. Na, Haie? Eben, ich dachte eigentlich mit der Axt hier, vor allem mit dieser speziellen Axt, da ist schon wieder einer eben, da kriegt man die Viecher kaputt. Aber das war jetzt wirklich das Gegenteil davon. Da ist noch einer. Mensch, wo kommen die denn alle her? Ist hier ein Hai-Treffen? Nicht schubsen. Wir sind gleich wieder weg. Wir stören dich auch nicht. Hier ist aber ein geiles Riff. Wow. Sieht cool aus. Cool hier zu tauchen. Aber nicht bei der Haiverseuchung. Ganz bestimmt nicht. Okay, wegen Holz. Wegen Holz sind wir hier. Aufstellen. Das Teil wird ja Benzin brauchen. Wann ist das denn zu Ende? Sieht man das irgendwo? Naja, wir haben noch so einen Ersatzkanister. Das weiß ich. Was haben wir denn dabei? Ja, nicht viel natürlich. Eigentlich fast zu viel hier. Die Machete, die wäre jetzt nicht vonnöten gewesen. Hier liegt eh noch Holz. Da können wir gleich mal ein bisschen machen. Denn ich möchte eigentlich, wenn wir wieder zu Hause sind, fleißig in dem Haus weiterbauen. Denn das ist ja zweistöckig. Und zweistöckig, das schreit ja nach einer Terrasse. Oder nach einem Balkon oder irgend sowas. Da möchte ich mal gucken, ob das machbar ist. Ich nehme es mal an. Aber das müssen wir halt... erstmal rausfinden. Wie sieht es denn jetzt so aus? Oh Gott, ja, das wird natürlich immer schlimmer. Okay, gleich falle ich tot um. Hunger haben wir auch. Und Durst, dann werden wir doch gleich mal hier zuschlagen. Wenn ich sie denn treffe. Schlürfen. Wegschmeißen. Weiterhämmern. Die Axt ist dann auch bald mal. Hallo? Jetzt. Auch bald mal hinüber hier. Das gute Stück. Hat das schon was gebracht? Das ist halt, wenn man verletzt ist. Ja, eben. Dann braucht man Futter und Zeugs bis zum geht nicht mehr. Ich wollte jetzt aber erstmal noch die Axt hier kaputt machen, bevor wir die Machete benutzen. Liegt ja nicht sonst noch irgendwo Holz rum.
Nee, dann hauen wir das Ding hier mal kaputt. Mit Bug. Using. Ganz frech. Und da kommen die Melonen. Genau. Die Melonen. Ich bitte das zu entschuldigen, ich bin verletzt. Aber wieso trifft er sie denn irgendwie bloß jedes fünfte Mal? Gibt's doch nicht. So, wir werden jetzt nochmal was essen und trinken, in der Hoffnung, dass das ein bisschen... Irgendwie... Hallo? Jetzt. In der Hoffnung, dass das ein bisschen was bringt, so. In Sachen Wiedergenesung. Habe ich Wiedergenesung gesagt? Genesung. Genesung reicht. Axt. Dankeschön. Dankeschön. Man ist ja freundlich, wenn sie vorhin nicht wollten. Dann können wir jetzt wenigstens. Und dann hauen wir uns die hier mal fleißig rein und gucken jetzt mal, wie es aussieht. Ja, okay. Wir sind so gut wie tot. Da müssten wir eigentlich relativ schnell zurück. Ich möchte jetzt aber hier nicht mit leeren Händen zurück. Also wird jetzt hier noch schnell Holz gehackt. Damit wir die Sachen mitnehmen können. Und dann gucken wir, dass wir möglichst schnell zurückkommen. Denn zu Hause haben wir Antibiotika und Binden haben wir, glaube ich, auch, dachte ich. Wenn wir hier tatsächlich irgendwie... Ja, wahrscheinlich bluten wir halt wie ein Elch. Dann müssen wir die Blutung stoppen. Aber das ist natürlich jetzt hier mit dieser Mod, mit diesem... schon bald endlos vielen Slots, können wir hier natürlich, hallo? Das ist irgendwie, aber das packt jetzt irgendwie ein bisschen. Das ist doch, mein, die steht vor dir, du wirst doch diese blöde Palme treffen. So, ich werde jetzt nicht mehr groß essen und trinken, sondern wirklich hier noch schnell Holz mitnehmen. So viel wie es geht, so viel wie geht. Eben, wir können natürlich mit diesem mit dieser doppelten Anzahl an Plätzen im Inventar. Ja, da können wir tonnenweise Holz. Können wir denn? Oder fallen wir vorher tot um? Nein, ein bisschen geht noch. Ja, die Teile gehen ja auch. Je nachdem fast einfacher. Ich weiß nicht, geht das vielleicht sogar schneller, dass der Baum Holz spendet wie die Palme? Ich weiß nicht, die Palme muss erst fallen und dann muss das er hacken. Hier muss wenigstens nichts fallen. Und kommt, ja, springt ja doch was raus. Nicht so, dass die jetzt hier rumgeizen. Machen wir das auch mal mit Hyperspace. Da fliegen sie nur noch so rum, die Holzstücke. Autsch. Und natürlich alle an die Rübe. Eieiei. Gibt's noch was? Okay, exhausted. Dankeschön. Okay, ein paar gehen noch. Hier wird's nicht massiv schlimmer. Steine haben wir. Wir machen nochmal einen auf Holz. Und sonst gehen wir halt mit einem leeren Slot noch zurück. Da liegt noch eine Kokosnuss. Die werde ich dann doch noch schnell im Vorbeigehen. Jetzt haben wir den Stein doch auch noch eingesackt. Egal, dann haben wir den Stein. Die essen wir und trinken wir jetzt noch nicht davon. Eilen. Ja, aber die Axt, die ist dann relativ schnell kaputt. Haben wir auf der Insel nicht noch einen? Ich weiß es gar nicht. Müssen wir gucken. So, einmal noch. Und dann können wir eigentlich sogar noch zwei Kokosnüsse mitnehmen. Liegt hier vielleicht noch ein bisschen Holz am Boden, dann nehmen wir das nämlich auch noch mit. Hier ist irgendwo, hier stand doch gerade Stick, da. Ist einer? Hä? Hä? Oh, wir haben überall 8. Okay, aber den Stein, den lassen wir in dem Fall hier. Nehmen besser das Holz mit. Noch irgendwo Holz? Und die haben wir in diesem Wald drin. Da geht dann die Framerate doch immer relativ merklich übel den Bach runter. Gut. Leben wir noch? Wir leben noch. Wir müssen trotzdem gucken, dass wir irgendwie zur Medizin kommen. Aber ich denke, Antibiotika nützt gar nichts. Das ist eigentlich gegen Vergiftungen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Jetzt kommen wir hier natürlich nicht weg. Ich bin zu weit drauf gefahren. Okay. Mitkommen.
So, jetzt geht's. Um die Blutung zu stoppen. Ich nehme mal an, wir haben eine Blutung, also Blutungen. Von daher müssen wir das wohl verbinden, abbinden. Ich frage mich jetzt, ist das wirklich schneller wie das Paddeln mit Bagyusi? Schwierig zu sagen. Es ist ganz bestimmt schneller wie das Paddeln, wenn man normal paddelt, mit einfacher Geschwindigkeit. Aber sonst würde ich sagen, nimmt sich das nicht viel. Eben, der Vorteil ist halt, ja, man muss die Maustaste nicht gedrückt halten und man kann sich umsehen. Und das ist vielleicht je nachdem, wenn High-Alarm ist, dann doch nicht so schlecht. Und ich stehe hier mit meinem Holzstück. Okay. Naja, gut. Man hat ja gesehen, die Axt hat auch nicht viel gebracht. Ich war ja ursprünglich eigentlich der Meinung, dass es jetzt unbedingt dunkel werden muss. Nee, ursprünglich war ich der Meinung, dass man mit dem Speer am besten auf die Haie losgeht. Aber das habe ich mir eigentlich selber zusammengereimt. Da ist schon wieder einer. Dann habe ich halt ein paar Mal gelesen, dass diese Äxte, die man findet, dass die am besten sind. Und zwar eine haben wir ja. Von daher stelle ich mir dann doch die Frage, warum wir jetzt gegen dieses Viech keine Chance haben. Ja, ist halt ein Tigerhai gewesen. Und Tigerhaie, das weiß ich jetzt per Zufall, das sind, glaube ich, mit die aggressivsten Haie. Also die greifen auch Menschen an in der Realität, ohne dass da große Not besteht von wegen Hunger oder Gefahr. Und wenn sie das natürlich 1:1 realistisch umgesetzt haben, ja, dann haben wir jetzt vorhin das Resultat gesehen. Aua, kann ich da nur noch mal sagen. Ah, guck mal, also langsam, es geht uns da besser wie auch schon. Wir sehen einfach ziemlich schlimm aus, würde ich mal sagen. Da draußen wäre noch Loot, aber das ist, glaube ich, sogar die Stelle. Huch, dieses immer schnelle Laden. Das da draußen müsste eigentlich die Stelle sein, wo wir den Motor gefunden haben. Denke ich mir jetzt mal. So, wir müssen hier noch ein bisschen vorbei von diesem Boot. Denn mit dem Floß. Oh. Scheiße. Lass uns einfach in Ruhe. Wir wollen ja nur nach Hause. Der ist aber auch anhänglich. Ist das wieder das gleiche Miststück wie vorhin? Ja, schwimmt doch ein Stein rein. Schlag deinen blöden Kopf an. Ja, jetzt wird wieder geschubst. Da geht sogar der Motor aus. Ja, wir gehen jetzt hier relativ schnell an Land. Nee, hier noch nicht. Jetzt bin ich schon an Land. Wisst ihr was? Den Rest machen wir zu Fuß. Wir können sie ja eigentlich mitnehmen hier. Das Floß, das müsste man auch hier rüberbringen. Okay, das wollte ich genau. So, da hinten ist unser Häuschen. Wir transportieren mal das Floß, anstatt dass das Floß da unter uns transportieren muss. Das ist ja auch nicht so schlecht. Und dann können wir das Floß hier hinten hinlegen. So, denn hier an Land ist sicherer. Was liegt denn hier noch rum? Eine Wasserflasche, aha. Und ich kann sie nicht mitnehmen. Erstmal Holz abladen. Unser Lichtlein brennt immer noch. Okay, hier haben wir noch eine Crude-Axt. Auch nicht schlecht. So, ja, falsche Taste. Was sonst? Na? Schmeiß weg. Und dann muss ich nachher echt mal gucken, ob wir hier irgendwie... Boah, was für eine Riesenmenge. Okay, das reicht erstmal. Dann machen wir da außen noch ein kleines Lager. Das ist schon ein krasser Unterschied, ob man 8 oder nur 4 mitnehmen kann. Also, ja, man merkt's. Gut, was wollte ich denn jetzt? Die Wasserflasche retten. So, warum die da liegt, weiß ich auch nicht. Aber, tja, die lag jetzt halt da. Also, was haben wir denn hier? Eine Flare Gun. Antibiotika. Ich nehme die mal und guck mal, was hier steht. Das ist gegen Vergiftungen. Okay. Can be used to treat poisoning. Wir haben keine Poisoning. Nicht von... von einem Hai, das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Wir bräuchten Binden. Wo haben wir den Stick? Da unten ist noch irgendwie sowas. Haben wir das allen Ernstes bei den Forts draußen gelassen? Das kann natürlich sein, weil ich wahrscheinlich dachte, wir brauchen es nicht. Haben wir hier noch eine Kartoffelpflanze? Hier haben wir eine Kartoffelpflanze. Ritsch, ratsch.
gleich mal essen. Hier liegen ja auch noch Sachen. Leiter. Bandage. Guck mal an. Brauchen wir sie noch? Oder halt der von alleine? Ich benutze jetzt mal. Ich habe es noch nie benutzt. Und? Ah, okay. Der Arm sieht wieder besser aus. Von dem bisschen Bandage. Das ist ja schön. So. Jetzt werden wir hier mal alles vernünftig ordnen. Also ordnen. Pocket Knife. Na, nimmst du den noch? Dankeschön. Haben wir sonst noch was? Nein. Krebse, Krebse, Krebse. Hier kommt dann sowieso irgendwann hier auf den Kochtopf. Deswegen haben wir ihn gebaut. Ins Haus rein lege ich mal noch nichts. Das machen wir. Schmeiß ich das doch auch mal noch weg. Das ist irgendwie kacke, wenn der hier so liegt. Okay, jetzt ist er umgefallen. Ach, es wird bestimmt wieder irgendwann regnen. Von daher. Ach, den Leitner. Ne, den schmeißen wir auch mal hier hin. Den brauchen wir im Moment nicht zwingend. Das Pocket Knife hier hin. Und die Melonen schmeißen wir hier hin. Und dann sind wir eigentlich soweit gerüstet, dass wir hier weiterbauen können. Jetzt haben wir nicht gerade tonnenweise Palmen found. Jetzt brauche ich aber einen Hammer. Das ist eine Axt. Haben wir noch einen Hammer? Wir hatten doch einen Hammer. Wo habe ich den denn wieder hingelegt? Da ist er ja. Dankeschön. Le Hammer. Was brauchen wir? Wir brauchen mal sicher Wände. Oder wir könnten mal noch eine Fensterwand machen. Hier. Dann hier eine normale. Wollen wir denn hier schon Wände oder wollen wir hier noch weiterbauen? Hier wollen wir eigentlich weiterbauen. Jetzt habe ich das Ding fast zu früh gebaut. Lasst uns mal hochgehen. Hier haben wir noch keine Supports. Doch, hier hinten haben wir Supports. Aber erstmal die Wände unten machen. Doch, hat geklappt. Sehr schön. Da haben wir ein Fenster. Dann können wir hier zumachen. Und jetzt mal überlegen, was wir hier machen wollen. Genau. Eigentlich hier wollte ich noch Foundations machen. Ins Wasser rein. Da habe ich doch das Fensterding jetzt fast ein bisschen zu früh gemacht. Naja. Wir können es zur Not wieder wegnehmen. So ist es ja auch nicht. Sonst wären wir jetzt eigentlich überall so bewandet, wie wir wollten. Ne, da hinten fehlt noch eine Wand. Können wir noch eine machen? Geht. Sehr schön. Dann kommt die hier hin. Und dann hätten wir jetzt von den Wänden her, hätten wir's. Okay. Und was ich jetzt machen möchte, wäre zu gucken, ob wir hier eine Veranda rauskriegen. Das Problem ist doch mit einer Foundation in die Höhe. Dann müssen wir mal eine Foundation basteln. Gucken, ob das geht. Wenn wir das hier in die Höhe ziehen. Ah, guck mal, das geht sogar. Hier geht's. Beim Fenster würde es gehen. Ist das wirklich dran? Ja, das ist dran. Und hier geht's auch. Geil, das geht tatsächlich. Gut, dann machen wir doch glatt. Hier geht's nicht. Machen wir glatt eine Veranda. Wo machen wir die denn? Wo ist denn die Sonnenseite? Naja, ist eigentlich egal. Oder nachher hinten? Ne, hier haben wir das Feuer. Hier könnten wir die Veranda auch entlang machen. Aber ich möchte sie eigentlich hier haben. Hier ist was am schönsten. Jetzt kriege ich sie natürlich wieder nicht hin. Na! Aha, und dann hängt das hier so in der Luft. Das hat so seine Richtigkeit. Tja, wird wohl so sein. Die Veranda machen wir natürlich. Ja, die machen wir nicht. Da machen wir keine Wand hin. Nein, machen wir nicht. Gut, können wir sonst noch was machen? Da haben wir jetzt das Holz echt schon wieder fast alles aufgebraucht. Wo habe ich es hingelegt? So. Das ist schon krass, wie schnell das geht. Gut, wir haben jetzt auch ein paar Wände gezogen, aber trotzdem. Heiliges bisschen. Aber in der Zwischenzeit dürfte es so sein, dass hier die Mangroven, Mangrafen, Mangräfen oder wie die Teile heißen, die müssten eigentlich auch schon wieder Holz abwerfen. So, wir machen mal noch eine Foundation, denn wir wollen hier noch den zweiten Stock erhöhen. Ah, da geht die Sonne wieder auf, sehr schön. Warum geht denn das nicht? Da ging es doch auch.
Hallo? Muss ich hier oben sein? Nee. Das geht nicht. Warum geht das nicht? Oh, Entschuldigung. Wir haben doch Supports hier. Hallo? Würden Sie gefälligst ein Dach machen? Eben nicht ein Dach? Will er nicht. Okay, gut. Dann machen wir erstmal die Foundation hier hin. So. Genau, noch eine Foundation. Geht natürlich nicht. Okay, zu wenig Holz oder wo ist das Problem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Was fehlt denn? Da fehlt wieder irgendwas. Aber wir können noch eine Windowed Wall machen. Die könnten wir... Oder nur Dach. Wollen wir mal Dach machen? Nein, Dach möchte ich noch nicht machen. Denn ich weiß noch nicht, was es hier für den zweiten Stock alles noch gibt. Denn das muss ja möglich sein, da oben noch eine Foundation hinzumachen. Das ist ja behämmert. Warum ging das denn nicht? So, wir machen jetzt hier mal... Eine Fenster. Heiliges bisschen. Eine Fensterwand hin. So, gut. Warum kann ich denn hier nicht? Hier muss ich doch... Da haben wir denn die Supports? Da hinten auch? Doch, da ist ein Support, da ist ein Support. Supports sind überall. Naja, wir haben sowieso kein Holz mehr. Hier hat es noch ein bisschen Lashing. Das Schlafen haben wir natürlich wieder verpasst. Halt. Wir sind wieder gesund, das ist schön. Aber wir haben ein bisschen Hunger, ein bisschen Durst. Da werden wir das gleich mal kombinieren. Und hier genüsslich frühstücken. So, drinkable. Sehr schön. Hüpf. Und... Na. Drinkable. Na, das ist doch ein Frühstück. Für Genießer. Aha, okay. Sonne ist da hinten. Dann haben wir ja... Wisst ihr was? Da gehen wir doch zur Feier des... Ne, erstmal... Erst trinken. Okay, ganz in Ruhe. Nein. Wollte ich eigentlich nicht. Wollte dich auch wegschmeißen. Eine behalten wir jetzt mal, genau. Und gucken mal, ob sich die wieder sozusagen fühlt. Das hieß es ja mal in einem Kommentar. Also du bist jetzt die, die sich fühlen soll. Und du bist die hier hinten, die unter das Messer kommt. Und dann werden wir hier raufgehen. Hüpf. Und hier auf unsere Veranda knien. Und jetzt habe ich zu wenig Hände frei. Doch, es geht. Ah, und genüsslich frühstücken. Sehr schön. Gut. Wieder zurück. Wie sieht es denn aus? Ja, perfekt. Wie neugeboren. Da braucht man gar nicht zu schlafen. Gar nicht nötig. Ja, dann gehen wir mal gucken wegen den Mangroven, Mangrafen, Mangräfen. Da hinten. Die müssten ja wirklich schon wieder so weit in Form sein, hoffe ich. Dass sie uns auch wieder fleißig Holz spenden. Ja, tatsächlich. Minable Tree, dankeschön. Mein liebes Bäumchen. Und da haben wir ja nochmal 3-4 Stück. Das gibt dann doch wieder ordentlich Holz. Da können wir vielleicht doch schon wieder ordentlich weiterbauen. Exhausted. Aber das wächst dann doch schneller nach. Ja gut, eine Palme kann nicht nachwachsen. Okay, das ist klar, denn... Ja. Die ist gefällt. Eine gefällte Palme wächst natürlich nicht mehr nach. Kann sie nicht. Auch nicht, wenn sie möchten würde, täte. So, ich hätte vielleicht dann statt zu labern mal besser nochmal hier den Bug benutzt. Aber ja, so kriegen wir es auch gehackt. So. Ja, da kommt echt ordentlich Holz raus. Sehr schön. Da können wir gleich nochmal gucken wegen der Foundation. Das würde mich jetzt eben doch interessieren. Warum zum Henker? Kann ich da den zweiten Stock nicht weiterbauen? Support haben wir. Eine Foundation ist die Grundlage, beziehungsweise der Boden des Ganzen. Also, naja, wir gucken gleich mal. Vielleicht geht es ja jetzt mit neuem Holz. Vielleicht hat unserem Häuschen das Importholz nicht so geschmeckt. Ich weiß es nicht. So, sonst noch irgendwo was zu hacken. Hier hinten ist noch so ein Kollege. Und dann haben wir es. Also, mal wieder ausgebeutet. Was es auszubeuten gab. So, ich glaube, ein Stück gibt es noch. Dankeschön. Können wir auch alles aufnehmen. Das ist ja wunderbar.
sehe ich denn hier? Waren wir hier schon? Ja, hier waren wir schon. Das ist das Frag, wo es nichts gibt. Kann das sein? Ja. Das liegt nur verlockend in der Gegend rum. Aber das hier ist ein... Genau, den können wir klopfen, aber wir brauchen im Moment keine Steine. Yucca brauchen wir auch nicht. Ach, wir sind ja, wenn wir doch schon gerade hier sind. Das ist ja schnell gemacht. Jetzt ist die Axt kaputt. Okay, jetzt habe ich nur einen Hammer da. Gut, so viel zum Thema Schnüre. Hätte ich mal die Machete noch mitgenommen. Naja, wir haben ja noch eine selber gebastelte Axt. Sonst basteln wir halt noch eine. So ist es ja auch nicht. Und jetzt zum Bauen brauchen wir sowieso einen Hammer. So, jetzt bin ich aber echt gespannt. Das muss doch irgendwie machbar sein. Den Bauen konnten wir es ja. Ist die Foundation. Sie, die Foundation. So. Mal ist weg. Gott, das sind ja wieder tonnenweise. Das werden irgendwie nicht weniger. Achso, ich muss ein bisschen länger drücken natürlich, wenn es 8 Stück sind, nicht nur 4-mal. So, da gibt's also eine Foundation und die... Hier geht's. Okay, dann mache ich das, bevor sich das Spiel das wieder anders überlegt. Und warum geht's hier nicht? Weil die Sachen im Weg liegen oder wo ist das Problem? Seht ihr? Das geht nicht. Ich glaube, da liegen tatsächlich die Sachen im Weg. Guck mal, unten ist es eben auch rot. Müssen wir die Sachen wegräumen. Aber hier geht's ja auch nicht. Aber hier geht's. Gut, dann haben wir es bald komplett zweistöckig. Noch eine Foundation. Oder was müssen wir denn noch machen? Oben haben wir natürlich die Wände noch. Ja, machen wir doch hier noch Foundation hin. Brauchen wir hier eine Foundation? Ach, mir gefällt das Teil hier nicht. Hier müsste eigentlich eine Tür sein, denn das ist ja idiotisch. Das habe ich ja dämlich gebaut. Hm, das kommt wieder weg. Denn wenn wir hier eine Veranda oder was machen, die bis aufs Wasser rausreicht, das geht ja jetzt, das kann man so bauen mittlerweile, dann ist das hier definitiv ein falscher Ort. Ich kann ja mal gucken. Nein, kann ich nicht ohne Axt. Ich kann ja mal gucken, ob man nicht vielleicht... Oh Gott, die ist ja auch eigentlich völlig im Eimer. Was brauchen wir denn für die Axt? Lashings. Wisst ihr was, dann gehen wir doch ganz schnell... Oder liegen hier noch Lashings rum? Nein, 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 keine Lashings. Okay. Wir holen uns noch rasch das Lashing da hinten. Dann bauen wir eine neue Axt. Dann haben wir das auch. Denn hier mit diesem bisschen kümmerlichen Elend von Restaxt kommen wir nicht weit. Na, wie viele Schläge brauchst du noch? Dankeschön. Okay, da brauchen wir, glaube ich, einen Stick. Wir brauchen Stein und wir brauchen Lashing. Dann müssen wir die Axt zusammenkriegen. Das haben wir ja alles. Da hinten liegen die Steine. Ein Stück Holz kriegen wir hier auch noch hin. So, zur Sicherheit nehme ich gleich mal 2. Einmal Stick. Und eine Axt. Besten Dank. Wo haben wir die Crude Axe? Die haben wir hier. Die schmeißen wir mal wieder hier hin, so für die absoluten Notfälle. Gut, und was wollte ich jetzt mit der Axt? Genau, da das Ding hier kaputt hauen. Und mal gucken, ob wir es vielleicht das Holz nicht doch wieder zurückkriegen. Nee. Aber das ist, was hier Foundations an Holz kosten. Das geht ja auch auf keine Kuhhaut. Heiliges bisschen. Von dem bisschen. 1, 2. Was haben wir gemacht? 3 Foundations? Kann das sein? Habe ich jetzt was vergessen? Und schon sind diese ganzen Sticks schon wieder weg. Gibt's ja nicht. Und Palmfronds haben wir auch schon wieder keine mehr. Liegen hier noch Bäume rum? Nee. Da müssen wir von der anderen Insel dann mal noch Fronds importieren. Und das sieht ja doch ein bisschen Panne aus hier. Hätte man das nicht so machen können, dass sich das wenigstens dann automatisch nach unten verlängert? Ich meine, es ist ja schön, dass es überhaupt funktioniert, aber... Hm. Naja, lasst uns das mal nochmal angucken. Ja, es bessert und es wird ja noch größer. Wir können natürlich eigentlich sogar, wenn wir noch zu viel mehr Holz kommen, dann könnte man das Haus bis hier vorne verlängern und dann erst ab hier sozusagen eine Veranda machen ins Wasser raus. Das ist natürlich auch eine Idee, aber da müssen wir noch ein paar Mal Holz klopfen gehen. Blöder Hai. Holzklopfen gehen. Sonst kriegen wir das nicht gebacken. Aber ja, wir klopfen ein andermal. Jetzt ist erstmal Feierabend. Ich danke euch fürs Zusehen, Leute. Bis hoffentlich zum nächsten Mal, wenn hier weiter gebaut und weiter geflucht wird über diese dummen Viecher da draußen. Gut, danke, bis dann. Tschüss.